Mein Typ ist 3-0. Als Frau Vizekunst. Ich bin 2-2. Wo geht dieses oben? Ja, dann haben wir Bayern gegen Hoppenheim. Ja, gut, Hoppenheim hat natürlich richtig gekriegt von der Pillendreher. Das sah ja ganz ohne aus. Aber Bayern-Hoffenheim, das lässt sich, ich glaube, die ziehen das Ding durch, auch mit halber Kraft. Das gewinnt Bayern München. Ich nehme an 3-1. Ja, dann haben wir ja Dortmund gegen Freiburg. Ne? Dortmund ist ja immer noch der andere Traumtänzer da. Ne? Aubameyang, der tanzt ja da immer noch rum. Ich weiß nicht, warum sie sich mit dem Mann so lange auf. Und Freiburg wiederum. Große Klasse, ne? Das muss ich schon sagen. Ne? Wer hätte das gedacht, dass die gegen die Dosen gewinnen? Ne? Kein Mensch. Ne? Also ich auch nicht. Ich nehme an, ich gewinne das Dortmund, gewinne das, ich sag mal 1-0. Mehr wird das nicht. Ja gut, dann haben wir Stuttgart gegen Schalke. Ja, Stuttgart hat mich auch enttäuscht. Auswärts wieder, aber das war ja klar. Auswärts sind die schwach, ob mit den anderen Gomez oder ohne Gomez. Die sind auswärts schwach. Ja, und zu Schalke muss ich sagen, erste Halbzeit hui und wie immer zweite hui. Also Hannover war zweite, klar besser. Die hat das Ding bald gewonnen. Also bei Schalke, das sag ich ja, Fahrstuhl hin und her, rauf und runter. Und darum ist das so, Stuttgart-Schalke, das gewinnt Stuttgart 2-1. So, dann haben wir Köln gegen Augsburg. Ja, Köln habe ich ja hier gesehen in Hamburg, ich war ja live dabei. Zwei schlechte Truppen und die Glückliche hat gewonnen, so sehe ich das. Also tut mir furchtbar leid, auch als HSV-Fan muss ich ja schon sagen. Ja, und Augsburg, ja, gute Augsburg, hat in Gladbach kannst du verlieren, 2-0. Ich tippe mal, das wird ein 1-1. Ja, dann kommen wir zum Spitzenspiel, für mich jetzt, ne? Hamburger Spitzenspiel, Leipzig gegen HSV. Na gut, da kann ich erzählen bis heute Nacht um 12, ne? Was hier alles verkehrt läuft. Ne? Ja, und dann würde ich noch mal zu Leipzig sagen, also schwach, ne? In Freiburg zu verlieren, also Spitzenmannschaft ist schwach. Ergebnis ist für mich natürlich unheimlich schwierig. Ne? Also ich tippe mal mit Betrunken anrühren 0-0. Mir passiert doch nicht. Oder Leipzig gewinnt das. Also das könnt ihr euch aussuchen, Tipper. Ne? Aber 0-0 mit dem Punkt bin ich zufrieden. Dann haben wir Bremen gegen Hertha. Bremen hat natürlich an der obersten Grenze gespielt in München. Haben sehr gut gespielt, also in meinen Augen. Und Hertha, Wundertüte. Geht genau wie Schalke. Mach auf und mach runter, hin und her. Also ich muss schon sagen, also ich hoffe auch, dass der Ibisevic mal sich wieder den Arsch aufreißt. Nicht? Aber ich nehme an Bremen, Hertha, auch ein 1-1. Mein Typ ist 3-0. Als Frau Vizekunst. Ich bin 2-2. Okay, this is over.